Wieder. Ich habe noch nie abends gedreht. Ich weiß nicht, wie die Lichtverhältnisse jetzt sind. Ich weiß aber nicht, ob es so besser ist. Ich glaube, so ist es besser. Ich glaube, ich lasse es so. Und zwar geht es um Neuzugänge in diesem Monat. Das letzte Mal, bevor ich diese Challenge anfange. Außer natürlich die beiden Game of Thrones-Bände, die ich noch dazu haben muss. Wenn ihr komische Lachgeräusche hört in diesem Video, ist das deswegen, weil meine Mama Besuch hat und unter mir in der Stube sitzt. Und die gackern immer ziemlich viel. Erstmal die Sachen, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe. Ich war auf dem Osnabrücker Flohmarkt, das war ein Nachtflohmarkt, das war sehr cool. Und ich habe dort unglaublich coole Sachen bekommen. Eine davon habe ich schon verschenkt, das war für meine kleinen Cousinen, so ein lustiges Einhornbuch. Das muss ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Erstmal habe ich 3 Kassetten geholt mir von Bibi Blocksberg, die ich noch brauchte. Mir fehlen jetzt vielleicht noch 5 oder so. Bibi und Tina sammle ich nicht wirklich konsequent, immer nur mal zwischendurch so eine. Ja, aber die von Bibi habe ich jetzt fast alle, also cool, ne? Da habe ich Stück 2,50 für bezahlt. Ich habe aber, glaube ich, einen Rabatt bekommen, weil ich gefragt habe. Dann war da ein Stand, das war unglaublich cool. Der hatte sehr viele Hörbücher und das waren richtig gute Qualität, also wie neu sahen die aus. Und da hätte ich mir wirklich sehr, sehr viele von holen können. Die hatten da auch Sophies Welt auf CD und alle Harry Potters, die habe ich ja sowieso. Und die Herr der Ringe, alle vom Hörverlag als Hörbuch. Aber die haben mir dann doch ein bisschen zu viel gekostet. Deswegen habe ich mir nur 2 geholt. Und zwar einmal von Jost & Gorder, Hallo, ist da jemand? Also von dem gleichen Autor wie Sophies Welt. Ich kenne das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, worum es geht. Es geht anscheinend um irgendwelche Aliens. Ich weiß nicht, aber weil ich den Autor mag, weiß ich, dass mir das gefallen wird. Es sieht aus wie neu. Ich habe dafür 2 Euro bezahlt. Das ist richtig cool. Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Und ich muss dazu sagen, diese Bücher habe ich als Kind verschlungen. Das war vor Harry Potter so meine Sucht. Und zwar waren das die Gespensterjäger von Cornelia Funke. Die habe ich auch noch alle hier im Regal. Und ich fand die einfach immer total witzig und auch ein bisschen gruselig und ja. Davon habe ich mir jetzt den ersten Teil als Hörbuch geholt. Leider spricht Cornelia Funke den nicht selber, das mag ich eigentlich immer ganz gerne, weil ich die Wilden Hühner und Igreine ohne Furcht und Portilla der Mützendieb auch als Hörbuch von ihr habe. Und ich mag das einfach gerne, wenn sie das selber vorliest, weil sie halt weiß, wie sie die Sachen ausgesprochen haben will quasi. Ja, das habe ich mir geholt. Da freue ich mich auch schon voll drauf. Auch wenn ich nicht weiß, wie der Typ spricht. Hier steht Monty Arnold. Kennt ihn jemand? Und das Glanzstück dieses Raubzugs auf dem Flohmarkt war ja, wir waren schon fast weg. Wir wollten gerade zum Auto gehen. Dann habe ich da einen Stand gesehen von so einer Frau, die irgendwelche selbstgemachten Sachen verkauft hat und aber auch noch so ein paar Sachen, so DVDs und Bücher da liegen hatte. Das sah so aus, als würde sie die von ihrer Tochter irgendwie verkaufen. Und ich habe dann... Hier ist gerade was runtergefallen. Ich habe dann diese Staffel da gesehen. Das ist die erste Staffel von Girls. Und ich dachte so, oh cool, mal gucken, wie viel die kostet. Ich habe nämlich gedacht, die kostet, also neu kostet die 10 Euro. Ist jetzt auch nicht mehr so viel. Aber ich dachte, die nimmt da bestimmt 4 bis 6, vielleicht sogar 8 Euro für. Und ich frage sie so, wie viel wollen sie dafür? Und sie sagt, oh, gib mir 1,50. Und ich so, wie die Frau absolut keine Ahnung hatte, dass das echt ein bisschen mehr wert ist als 1,50. Das ist niegelnagelneu. Das ist vielleicht einmal geguckt worden. Hier ist sogar noch Werbung drin. Es ist so cool. Ich habe mich so gefreut. Ich habe die jetzt noch nicht angefangen, aber das werde ich bald tun, wenn ich Being Erica durch habe, denke ich mal. Ha, ich liebe Flohmärkte. Der war richtig gut. So, dann haben wir hier Sachen von Tauschticket. Das ist jetzt auch ein bisschen komisch. Diese Bücher wird wahrscheinlich niemand kennen. Das hier ist jetzt nicht eins von denen, das ich gekauft habe. Das ist, hatte ich schon vorher. Es gehörte meiner Tante, aber ich zeige euch den Namen jetzt am besten nicht. Ja, Sandra heißt die. Und das ist schon ewig her und das ist uralt. Ich glaube, das ist von... Naja, uralt jetzt auch nicht, aber es ist halt schon einen Tacken älter. 1987 ist das. Und dieses Buch mit diesem Thema Träume hinter dem Spiegel, das ist das coolste Buch der Welt. Denn die haben einen Spiegel in der Familie. Wenn man sich da abends vorsetzt und was daran denkt, in den Spiegel guckt und dann etwas Bestimmtes denkt, dann träumt man davon. Und das war so, das fand ich immer so toll, diese Möglichkeit. Und das ist immer noch so, darüber denke ich heute noch nach, obwohl ich das Buch schon vor 10 Jahren gelesen habe.
Und mir gefiel der Schreibstil auch ganz gut. Deswegen habe ich mir jetzt zwei andere Bücher davon geholt. Von Elke Müller-Mees sind die. Und die schreibt wohl ziemlich viel oder schrieb ziemlich viel. Die ist vor 2 Jahren, glaube ich, gestorben oder 3. Und ich habe mir jetzt noch 2 davon geholt. Und zwar Eine Insel im Wind. Das ist auf einer dänischen Insel, lustigerweise. Und Wettbewerb der Herzen. Also alles so ein bisschen 80er, ne? Es geht darum, dass diese Mädchen alle adoptiert sind, glaube ich, bis auf eins. Und die wohnen halt auf so einem Hof und ja, die erleben halt so Alltagssachen, ne? So ein bisschen Honey und Nanny technisch. Ja, finde ich ganz lustig. Ich guck mal, wann ich die lese, weil, naja, die Schrift ist jetzt auch nicht klein, aber auch nicht groß und es ist ja auch nicht sonderlich dick. Ja, davon habe ich mir 2 geholt für ein Ticket, also pro Buch habe ich ein halbes Ticket bezahlt, das ist ganz gut. Und die andere Sache von Tauschticket ist heute erst angekommen. Ich habe noch nicht reingeguckt. Und zwar ich habe ewig darauf gewartet, dass die ankommt. Aber es war eine Warensendung, deswegen meinte sie, es kann länger dauern. Oh. Anscheinend mussten die das irgendwie. Habe ich jetzt gerade meine Adresse in die Kamera gehalten? Das muss ich dann entweder rausschneiden oder, naja. Warum auch immer das hier so komisch verklebt ist. Das sieht aus, als hätte die Post das nochmal aufgeklebt, zugeklebt. Vielleicht war das nicht zugeklebt, sondern zugetackert und das geht nicht oder so. Ich weiß auch nicht. So. Und zwar geht es um MacLeods Töchter, die erste Staffel. Und sie scheint in einem ganz guten Zustand zu sein. Ein bisschen angestoßen ist es, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe diese Serie immer mal wieder im Fernsehen geguckt und ich fand sie immer toll. Aber ich habe mir nie was davon gekauft, weil die DVD-Boxen ziemlich teuer sind. Ja, sehen ganz gut aus. Die kostet, glaube ich, jetzt noch irgendwie 20 Euro oder so. Auf jeden Fall waren die mir immer viel zu teuer. Und es sind unglaublich viele CDs da drin. Also das sind richtig viele Folgen. Ja, kennt jemand die Serie? Mögt ihr die? Findet ihr die scheiße? Sagt mir mal bitte Bescheid. Ich wollte die, also ich finde, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die mir zu holen, weil ich ja eventuell, wenn alles klappt, in Kanada noch dieses Jahr ein bisschen bin und eventuell da sogar auf einer Pferderanch, wenn ich es hinkriege. Und ich wollte mich mal so ein bisschen darauf einstimmen mit dieser tollen Ranch-Serie, die aber echt schön ist. Also ich weiß, dass die echt, das ist echt eine schöne Serie. Und auch realistisch, glaube ich. Relativ. So, das letzte, das habe ich mir gestern erst gekauft und es war auch eher so ein Spontankauf, weil ich eigentlich gar kein Geld dafür habe. Und zwar ist das Halcyon Days von Ellie Goulding, die einzige Sängerin, von der ich mehr als eine CD habe. Ich bin wirklich musikalisch nicht so bewandert. Jetzt zum Beispiel wie Gordon oder wie meine feste Freundin, die sind da so richtig, die kennen sich da beide sehr aus so in dem Metier und ich bin da einfach immer so, ich höre, was ich mag und auch wenn es Schund ist. Wenn ich es mag, dann mag ich es. Ellie Goulding ist jetzt wirklich eine, also ist eigentlich meine Lieblingssängerin, würde ich sagen. Ich mag eigentlich fast jedes ihrer Lieder. Ich wollte auch schon mal auf ein Konzert gehen, aber es will ja nie einer mit. Und deswegen habe ich mir jetzt dieses Album gekauft. Ich habe schon eins von ihr, Lights, glaube ich. Ja. Und ich finde es total gut, weil hier sind so viele Lieder drauf, die ich hier wirklich sehr, 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 sehr gerne mag. Und ich habe die auch schon ein bisschen im Auto gehört. Ja, das war's eigentlich auch. Das reicht ja auch jetzt, ne? Also das, ich kann ja mal ein bisschen hier zeigen, das und das und das sind meine Neuheiten im Mai. Auf Wiedersehen.